Du hast deinen Namen nicht mehr? Okay. Müsste man das updaten? Ich weiß es nicht. Also, finde ich ein bisschen kurios jetzt. So, pass mal auf, laden. Zack. Neuen Store. Hier, den wollen wir nehmen. Und hier genauso. Zack. Zack, dahin. Wupp. Und genauso die kleinen Geschichten hier auch. Main Store wollen wir ändern. Der hier. Und hier bei dir genauso. Ändern das hier. So. Füll auf, das muss hier rauchen. So, wie gesagt, ich denke mal, wir bauen hier wirklich einzelne Kinosäle. Aber ich glaube, die werden riesig, ne? Das werden ja Mörderteile. Foundation. Wenn wir so ein Kino, so die Größe, 15x10, ja, ne? 15x10 kostet 30.000. 15x10, zack. So ein mehr hier. 15x10, zack. Ich glaube, das ist... Die sind schon riesig groß, Alter. Da gehen ja Haufen Stühle rein. Oder Sessel, oder wie man das schimpft. So, dann haben wir das auch zwei Kinos. Das müsste erstmal reichen, ne? Dann würde ich sagen, dann baue ich die. Dann bauen wir doch mal. Pass mal auf, das machen wir jetzt mal ganz, ganz intelligent. Objekte. Wollen wir doch hier ein paar Order-Counter-Geschichten? Die bauen wir nämlich hier hin. Da oben geht's nicht. Ich würde mal sagen, die bauen wir nämlich hier hin. So, 1, 2, 3 Stück. Wir machen erstmal nur 3 Stück. Wir wollen das jetzt nicht übertreiben. Hast du deinen Steam-Benutzernamen? Und das funktioniert nicht? Ist ja kurios. Finde ich ja jetzt echt ganz komisch. Fast Food, Lobby, 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 Lobby. Ticket Lobby, hier ist sie. Da ist die Ticket Lobby. So, die Ticket-Lobby, da ist sie nämlich. Und das werden wir hier mal schön hinpflanzen. Ich weiß jetzt nicht, das ist ein bisschen irritierend, dass die Leute da rumrennen. Ich wollte ja eigentlich keine Wand ziehen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es offen lassen. So ein bisschen freundlich und offen und wispelt was, ne? Und so, ne? Movie-Theater, so einmal hier. Wupp, und einmal dort. So. Fehlt natürlich eine Tür, ganz klar. Wir müssen sehen, dass wir eine Tür, Bild, eine Tür, wir brauchen eine Tür. Eine kleine gemütliche Eingangstür wäre schon ganz nett. So, und hier oben, so. Brauchen wir, oder wollen wir eine Doppeltür machen? Ja, voll eine fette Doppeltür reinmachen, so. Genau, wenn schon, denn schon, ha. Jetzt brauchen wir natürlich da auch noch ein paar andere Sachen für. Wir brauchen da natürlich einen Projektor. Der müsste denn ja, ich würde mal sagen, da hinstellen und der müsste hier hin. Und natürlich Sessel. Gott, da geht ein Haufen Sessel rein, Leute. Da geht echt ein ganzer Berg Sessel rein. Und die muss ich alle einzeln anklicken, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Haben wir zwei gleich große Theater, also Kinosäle. So. Ich frage mich jetzt nicht, wie viele Sessel da drin sind. Ich glaube, unsere Kohle ist gleich Feierabend mit. Ich befürchte das sogar schon bald. So. Das gleiche machen wir ja auch noch, ne? So. Gottes Willen. Hoffentlich klappt das hier. Nein, die Kohle ist gleich durch. Geht nicht mehr, kann nicht mehr bauen. Wir haben uns ein bisschen verhoben, muss ich sagen. Ein bisschen zu dolle. So, Ticket Lobby ist klar. Das wollen wir natürlich 24 Stunden aufhaben. Und natürlich brauchen wir Leute dafür. Wir brauchen Kassierer. Wie wäre es mit einem, wie wäre es mit Turbo? Hier, der zum Beispiel, ne? 9 Uhr ist sehr nett. Wir hätten noch jemand mehr, denn für so. Wie machen wir denn das? Ich glaube, abends ist, glaube ich, das meiste geschehen, ne? 1, 2, da nehmen wir auch noch mit. 3, stehen hier auch noch mal 4. So, was noch, haben wir eine Person für nachts. Wie wäre es, 24 Uhr? 0 Uhr ist gleiche, das ist gleiche Quark. So, 1 Uhr. Haben wir für 17 Uhr jemanden? Und jetzt hätten wir nochmal für 17 Uhr jemanden, ne? Oder? So. Ich denke, wir stellen noch eine mehr ein. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier am Hungertuch lagen. Noch nicht. Kann ja früher noch kommen. So, die haben wir. Natürlich jetzt die Zone öffnen.
Öffnungszeiten. So, zack. 24 Stunden. So, 24 Stunden hat das Ding auf. Ob ich was habe? Internet? Was ist denn das? So, auf die Läden müssen wir auch nochmal hier in Gang kriegen, ne? Die Lobby, zack. Die Lobby hier, zack. Movie-Theater, zack, Lobby. So. Kino läuft. Hoffe ich mal jetzt. Das ist sehr voll. Oh, das ist hier unser Imbiss, wollte ich ja sagen. Unser Fastfood-Schuppen. Zwei Kunden, 3, 4. Uiuiui. So. Da müssen wir hier noch was tun. Die Leute sind hungrig. Also da müssen wir echt was tun. Dann machen wir das mal. Wir brauchen ein bisschen mehr Leutchen. Kassierer. Wir brauchen mehr Kassierer. Wie wäre es mit... Oh Gott, Leute, haben wir nicht schönere? Also jetzt ein bisschen was tatkräftigeres hier. So, Kassierer 0 Uhr. Ist, nee, wollen wir nicht haben. 5. 8 Uhr. Kassierer mehr. Zack, 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 zack. Kassierer hier. 8 Uhr. Auch eine 8 Uhr Sache. Warum ist er jetzt... Ja, so. Und nochmal zwei mehr für... Hier, Kassierer. Da, 16 Uhr. 16 Uhr Dame. Und noch jemand mehr. Oh, noch jemand hier. 16 Uhr. Komm her, 16 Uhr. So. 6 Leute haben wir jetzt da in der Kasse stehen. Das müsste reichen für tagsüber. Oh, was ist hier los? Oh, wir müssen... genau, wir brauchen... Wir haben ja Kohle. Warte mal. Da müssen genau 20 Sitze drin sein. Sonst ist hier Holland in Not und sowas. So. So, zack, zack, zack. Knallen wir mal die letzte Kohle raus hier. So. So. Hier vorne noch eine Reihe und dann hat sich das. Dann ist unser Kohle auch wieder raus. So. Aber ich glaube, wir machen keinen Gewinn hier. Wir machen kein Geschäft. Nee, natürlich nicht, ist klar. Doch, ist nichts drin. 185 Miese. Ich glaube, der Laden hier macht auch keinen Gewinn. Nein, 19 Miese. Wie sieht es hier aus? Der macht Gewinn. Sollst dich wundern. Und der Schulan, der macht auch Gewinn. Sehr, also das ist doch mal prickelnd. Und er hier? Ja, es geht alles, ne? 7000 Klamottenladen, 7000 für Data. Das ist doch eine Stange. Was hat der denn hier? 3000 etwas. Und hier oben? 8000. Der Buchladen, ich bin mal gespannt. Der macht Miese ohne Ende. 334. Klar, ist logisch. Ne? Naja, okay. Ne? Man kann sich jetzt nicht, ne? So. Wir sollten vielleicht ein bisschen rummalen. Das Kino. Schön rot. Zack. Hier auch. So. Zack. Damit die gleich wissen, wo es lang geht hier. So. Und das hier wollen wir auch mal rot malen. So. Siehst du, das ist doch herrlich. Herrlich. So, warte mal, haben wir noch ein bisschen Objekte? Was haben wir denn an tolle Pflanzgeschichten? Das ist für draußen alles, ne? Ich glaube, das ist alles für draußen. Hier drin können wir nicht pflanzen. Nein, natürlich nicht. Logisch. Ach. So, was haben wir hier? Ein Wasserfall. Quatsch, eine Fontäne. Ach, 20.000 kostet die. Haben wir keine Kohle für. Ach, du Grüne. Was haben wir denn noch Feines hier? Ein Wasserspender. Ja, wir können ja mal einen Wasserspender hinstellen. Ist ja nicht schlimm. Und eine Pflanze. Ich meine, die sieht so mickrig aus, ne? Ich glaube, die sieht viel schöner. Mal ein bisschen Pflanzen hier hinstellen. Das ist ein bisschen netter alles. So. Bloß jetzt nicht in den Weg stellen. Das wäre echt fatal. So. Ich nehme die nochmal weg. Können wir die da hinstellen. So. Sehr hübsch. So, siehst du, jetzt mal ein bisschen Pflanzen hin. Gleich wieder wie neu das Ganze. So, haben wir irgendwo einen Mülleimer. Da ist ein Mülleimer. Mülleimer wäre auch nicht verkehrt. Wenn wir ein bisschen Mülleimer verteilen. So. So. Ein bisschen Mülleimer verteilen hier. Weil das hilft der Reinigungskraft auch ein bisschen hier das Ganze ein bisschen in Schuss zu halten, ein bisschen sauber zu halten. So.
Das sieht ja schon nach Wasser aus. Mensch, das hat er schon Gesicht. Wunderschön. So. Und Kuga, was machst du gerade? Bist du wieder im Krieg führen, oder? Andere Ländereien einnehmen. 36.000, ob wir da nochmal wieder hinkommen. Oh. Das ist eine Herausforderung hier, ne? Täglicher Profit über 50.000. Ja, das wird wohl schwer werden erstmal. Was haben wir jetzt? 240. 270 war höchste. Wir müssen 500 haben. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall, das wuselt hier ganz gut. Vor allem hier oben, da ist wirklich die Hölle los. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja furchtbar. Was haben wir hier denn noch hier? Vegetables. Haben wir das noch irgendwo mehr? Was haben wir hier denn? Ice Cream ist, glaube ich, das hier. Ne? Und was haben wir hier? Der Joghurt-Krams. Hier ist die Milch. Da ist das Fleisch. Fleisch haben wir ganz viel, ne? Frisches Fleisch. Was haben wir? Ach, Fisch ist das hier. Da ist... Nein. Das ist frisches Fleisch. Hier ist das Fisch. Und das ist auch nochmal Fisch. Wenn wir das hier ändern zu Vegetables. Food. Da. Zack. Machen wir das mal so. Ach, Fußball. Fußball ist dran. Die Welteroberung hat Pause. So. Eine Kasse ist frei. Warum ist eine Kasse frei? Aber das wird auf einmal schlagartig weniger, ne? So 22 Uhr, also das ist schon so der Moment, wo das ruhiger wird alles. Aber sowas von, das läuft. Kino, das, na gut, das macht alles Minus. Minus. 614 plus, naja, immerhin. 614 plus ist schon mal nicht schlecht. Warte mal, können wir das hier nochmal ändern? Ticket Lobby. Die möchte ich dann nochmal, wenn schon dann hier in der Größe haben. Ah, ne, habe ich ja schon. Kann ich auch kleiner machen. So. Ne, wollen wir nicht. Das lassen wir so, wie es ist. Was ist das? Habe ich das gemalt? Nee. Ach so, das war rot. Ach so. Jetzt habe ich das rausgenommen. Ach du grüne Neune. So. Zack. So, jetzt aber. Super. Ja, Mensch, das ist doch. Oh, da fehlt ein Stuhl. Mittendrin fehlt ein Stuhl. Ich sehe gerade. Das müssen wir nochmal fix ändern hier. Da fehlt ein Stuhl. So. Na, komm her. Zack. Da fehlt ein Stuhl. Nee. Doch, ist richtig. Ich dachte schon, der wäre verkehrt rum. Ha, das wäre es jetzt gewesen. So. Die laufen dahin zum Lager. Das Lager läuft auch. Das wird hier aufgefüllt wie verrückt. Und den Rest haben wir hier vorne. So, wie sieht es hier aus, gewinntechnisch? 4.600. Wir waren schon mal besser, echt. Wir waren echt schon mal besser. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Warum jetzt die Kunden wegbleiben? Also Parkplätze haben wir doch massenhaft. Vor allem, wir haben jetzt 12 Uhr durch. Und, wo ist meine Maus? Meine Maus war gerade wieder flöten. Wir haben 12, 13 Uhr und wir sind echt bei 10.000 plus. Das wird knapp werden. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo wir hinkommen. Heute Nacht, heute Abend. Mal schauen. So. Was ist denn das nächste, was wir machen sollen? Na klar, die Bowlingbahn. Wir wollten die Bowlingbahn noch bauen. Auch wenn sie nichts einbringen sollte, aber wir wollen sie bauen. Wenn wir sie schon haben, dann muss die auch da rein. Und dann denke ich mal, dann können wir auch einen zweiten Laden wie hier oben machen. So ein alles drin schuppen. Den können wir ruhig nochmal bauen. Dass wir nochmal so einen haben hier unten. Dass wir unten auch nochmal Leute hingezogen kriegen. Wir haben natürlich dann weniger Gewinn hier oben, in dem Laden. Ich weiß gar nicht, wie viel Gewinn wir machen. 5, 4, 9. Okay.
Okay, das ist jetzt nicht die Mega-Geschichte, also das ist ja schon, ja. Was haben wir hier denn eigentlich für Krams? Was ist das denn hier? Ach, die Likörsachen, ne? Und Bier und sowas, ne? Aber das lohnt sich nicht, einen eigenen Laden dafür zu bauen. Das lohnt sich nicht, leider nicht. Weil wir sind ja noch in... wir haben ja noch unsere Büroangestellte hier oben. Aber das Update dafür ist noch nie da. Weil die sollen ja auch später das managen, dass die spezialisierten Geschäfte mehr Gewinn machen. Aber das ist noch nicht so. Das ist noch nicht eingebaut, also da fehlt noch. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir damals plus kommen. Ich bin echt mal gespannt. So, und kinotechnisch? 676. Okay. Naja. Aber so vereinzelt kommen sie ja doch ran. So Stück für Stück. So. Der Fastfood-Laden wird auch super angenommen. Da kann man nicht meckern. Der wurde gut angenommen. Also ich bin gespannt. Was haben wir jetzt gleich? 12 Uhr. Mal sehen, wie weit wir jetzt... Wir kommen nicht an die 4000. Ne, siehst du? Das wird wieder weniger. Wir haben schon wieder so kleine Hacker nach unten. Schade. Mist. Ach. Aber unsere Kunden sind soweit zufrieden. Also da ist jetzt nicht da einer zwischen, der sagt, du, ich komme morgen nicht wieder. Ne, ne, die kommen alle. Die sind alle sehr positiv gestimmt. Die kommen wieder. So, haben wir denn irgendwas, wie gesagt, wir müssen auch mal 90.000 haben wir auf der Kante. Dann können wir ruhig mal hier, wir bauen hier mal ein Bowling Center hin. Bloß die Frage ist, wohin? Hm. Sehr voll. 16 Uhr, gut, das wissen wir. Das wissen wir. Das ist hier oben nämlich. Das war hier oben nämlich, wenn die Leute sich wechseln. Aber andersrum, wir haben eine Überschneidung da, glaube ich. Oh, es wird voll. Es wird hier voll im Laden. Das heißt, wir müssen noch mehr Leute einstellen. Uiuiuiuiui. Machen wir das doch gleich mal. Bringt zwar nichts, kommen erst nächsten Tag, aber das ist ja egal. So, hier zack. Für später. 16 Uhr, ne? Das war die 16 Uhr Sache. So, noch eine mehr. Stellen wir noch eine mehr ein für 16 Uhr. Wie wäre es denn mit... Ist doch klar. Sie ist gut mit dem Rollwagen unterwegs. Also kann sie bestimmt auch super tippen. 17 Uhr, 16 Uhr, da. Das haben wir auch. Da haben wir 8 Leute laufen für abends. Das müsste reichen, weil das jetzt schon ist bersten voll hier. Das dauert fast zu lange. Und wir brauchen mehr. Wir haben vielleicht noch zwei Küche zusammen rumschaufeln. Ich sehe schon, das ist ein bisschen knapp hier mit. Leute, wir müssen, ja, das ist ja nicht zu fassen. Läuft das in einer Ecke, klemmt das an der anderen. So, pass mal auf, müssen wir das so bauen. So. So, Brötchenwärmer hier rein. Zack, da nochmal 2 Stück. Zack, zack. Unten haben wir was hier für die Getränketechnisch was machen. So. Vielleicht nochmal einen zweiten Koch einstellen, damit wir das hier richtig voll kriegen. Machen wir einfach mal. Das machen wir einfach mal. So, ein Koch. Ob wir es einen finden, das ist die zweite Frage. Da ist jemand. Ein Koch für... 16 Uhr, ne? Ich würde sagen, 16 Uhr stellen wir noch einen zweiten Koch ein. Und dann schrubben da zwei nämlich rum, wenn da richtig was los ist. So, das behalten wir mal im Auge hier. Und wir brauchen eine Reinigungskraft. Ui, Gottes Willen, wir brauchen eine Reinigungskraft. Ich würde sagen, wir bauen noch ein... Wir bauen noch mal was. Wir müssen noch mal was fix bauen hier. Foundation technisch hier vorne nämlich rein. So. Da zum Beispiel hin. Geht gar nicht. Warum nicht? Geht doch, oder was? Hallo Robocock 15. Schön, dass du mal reinguckst. Wie das mit den Bugs aussieht. Also ich habe hier keinen gefunden. Was habe ich denn gemacht jetzt hier? Foundation habe ich gebaut oder nicht? Ach nee, Wände muss ich bauen, nicht Ochse. Oh Gott, Wände müssen wir bauen.
So, was machen wir mit Wand. Hier eine Wand rein, zack. Hier eine Wand hoch. Wuppi und wuppi. So. So, pass mal auf, wir wollen das nämlich, wo haben wir es denn hier? Main Center, diese Geschichte. Pop, pop, zack. Nehmen wir das auch mit, so. Brauchen wir natürlich eine Tür da rein. Warte mal. So, eine Tür für unsere Mitarbeiter. So. Was ist hier los? Alles drin, alles klar, alles so. Was? So. Wie gesagt, das Spiel läuft bei mir einwandfrei. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe die Ratten mit an. Och Gottes Willen, wo sind die Reinigungskräfte hier? Wir müssen hier Reinigungskräfte einstellen. Unbedingt, unbedingt. Reinigungskräfte. Gut, wo haben wir denn hier jemanden? Janitor, da ist schon mal eine. Super. Wo ist noch jemand? Janitor, hallo, wir brauchen Janitor. Nehmen wir den noch mit hier. Und wir brauchen noch einen mehr. Oh, nee. Kassierer, hast nicht gesehen. Alles Mögliche haben wir hier. Bloß keine Reinigungskraft. Oh Gott.